sind diese Woche in der Gemeinde Feldafing. Schöne alte Villen, ein denkmalgeschütztes Strandbad, ein Golfplatz direkt am See und überall königlicher Flair. Denn sogar Kaiserin Sissi hat hier in Feldafing ihre Sommer verbracht. Und bei diesem Blick auf den See versteht man das sofort. Wir waren unter anderem bei der Künstlervilla Waldbertha, im Park Linné und bei der Freiwilligen Feuerwehr Feldafing. Und heute geht's zu einem echten Feldafinger Original. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind hier heute mitten in Feldafing und treffen jetzt einen jungen Mann, den hier wirklich jeder kennt. Und es ist der Reinhard Spöttl hier mit seinem Friseursalon. Und jetzt schauen wir mal, ich soll hier draußen warten, weil ich glaube, jetzt kommt er auch schon, da sehe ich ihn. Und zwar hier mit seinem Gefährt, ganz lautlos. Es ist tatsächlich ein E-Mobil. Ja, ganz leise schleicht er an. Servus, Reinhard! Ja, grüß dich. Du hast ja ein tolles Gefährt. Was ist das? Das ist meine E-Lissi, meine Elektro-Lissi. Das habe ich noch nie gesehen. Grüß dich. Das heißt, wie schnell kann man damit fahren? 25 Stundenkilometer. Das heißt, das ist eigentlich irgendwie eher ein Roller, oder? Ja, Kabinenroller. Aha. Und ich wollte mir so ein Lastenrad zulegen, aber dann habe ich das beim Baderversand, gibt es jetzt aber nicht oder beim sowas. Baderversand, beim Baderversand, da verkauft man doch normal Klamotten, oder? Da kann man das online bestellen? Ja, genau. Na. Das ist also und kommt es dann mit dem Paket an? Ja, mit dem Paket drin ist und der in Schwarz, den er drin gehabt hat, der ist nach Kitzbühel geliefert worden. Aschmann, also er hatte zwei in seinem Wagen drin und du hast den Silbernen bekommen. Ja. Und der schaut halt so edel aus und was ich da fotografiert worden bin. Wirst du fotografiert damit, oder wie? Ja, und bist bekannt wie ein bunter Hund. Und ganz schön. Und sag mal, wo warst du jetzt gerade damit? Ja, da war ich gerade in der Klinik und habe da kurz eine Kundschaft gemacht. Ach, du machst in der Klinik das mach hier ich auch die Patienten? Normal außerhalb meiner Öffnungszeiten, aber heute habe ich da Ausnahme gemacht. Wenn die dich brauchen, dann rufen sie, dann fährst du da runter. Und die sind da sehr, sehr dankbar drum. Das glaube ich. Sind die Leute total begeistert. Und was ich da Kunden dadurch gewonnen habe, die seitdem eine aus Feldmoching, die andere aus Garmisch. Ach, wirklich? Die kommen dann extra zu dir hierher? Zu mir, zu uns im Laden. Oh, jetzt geht die Alarmanlage los. Ach so, steigt ja gar nicht am Fahrersitz ein. Naja, schauen wir mal. Weil seine Frau drin wartet. Ach so, die sitzt schon drin, meinst du? Ja, genau. Da ist was los hier. Und jetzt erzähl doch mal, seit wann gibt es den Friseurladen hier schon? Bist du so ein richtiger Feldafinger hier geboren und aufgewachsen? Meine Urgroßmutter ist schon hier in Feldafing geboren. Okay. Ich habe sogar Urgroßmutter. Ja, meine Urgroßmutter mütterlicherseits. Und mein Vater hat meine Mutter hier kennengelernt. Und in den Laden, wo er gearbeitet hat, da war sie Hebamme. Ja. Hat meine Mutter auf die Welt gebracht und dieses Grab haben meine Eltern zu Lebzeiten gekauft. Jetzt sind meine Eltern in dem Grab beerdigt, wo meine Mutter auf die Welt gebracht haben. Ach, na Wahnsinn. Also, also und wie lange hast du den Laden dann schon wie er jetzt hier steht? Seit 37 Jahren. Knapp seit 37 Jahren. Ja. Hast du hier den Friseursalon? Ja. Da kennst du ja wirklich jeden und jeder kommt zu dir, oder? Ja, da ist meine Kollegin, die den Laden vorhin hat, das ist das Küken in meinen Augen, weil die hat den Laden erst seit 36 Jahren. Ein Jahr weniger, okay. Also aber mit der verstehe ich mich bestens. Wir haben ein tolles kollegiales Verhältnis, muss ich wirklich sagen. Ja, du, jetzt dann schauen wir mal rein zusammen, oder? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen aber erst eine kurze Unterbrechung und dann gehen wir mit dem Reinhard mal in seinen Laden. Wir sind in der Gemeinde Feldafing am Starnberger See und besuchen Reinhard Spöttl in seinem Friseursalon. Doch bevor wir reingehen, hält uns Bürgermeister Bernhard Sontheim noch auf.
Ah, jetzt kommt der Herr Sontheim hier noch vorbei. Was passiert hier? Der bringt mir gerade die Kultur. Gib mir beides. Bist du zuständig hier für die Kultur? Ich bin zuständig für Kultur. Wenn die Leute was wissen wollen über Kultur oder über sowas. Über die Huber-Anne, die Scheidung von der Huber-Anne, das interessiert die Leute wenig. Da kann man nicht hingehen. Aber wenn kulturell was los ist, zeig mal, was ist denn jetzt los? Das sind übrigens immer tolle Plakate. Ja eben, schaut nämlich schön aus. Jazzwinter. Das heißt, du bist im Kunstverein und hängst, ja genau, hängst das jetzt auf? Ich bin in dem Jazzverein, mache sonst auch den Kartenvorverkauf. Aber durch Corona ist das jetzt so, dass ich das leider anders ergeben hat, weil das nur eine Kartenvorverkaufsstelle machen kann. Und die ist jetzt woanders, oder genau, ist die dann bei dir? Nein, ist in Starnberg. Herr Sontheim, sollen wir mal die Flyer noch nehmen? Die sollen wahrscheinlich in den Laden, aber Reinhard weiß Bescheid, oder? Genau. Ja, vielen Dank. Wir wollen nämlich jetzt mal den Laden noch anschauen. Ja, super. Sonntag ist übrigens ein super Frühschoppen wieder im Kaffee, gell? Stimmst du heute auf Nacht eigentlich? Nein, weil ich ja Dings helle Geburtstag hat. Das ist das Bayern-Spur. Ja, das ist die Bayern-Spur. Das ist da. Okay, und hier hast du auch deine ganzen Plakate. Es ist doch was los in Felderfing. Ja, ja. Also hier, was ist das? Live-Musik an diesem Sonntag. Genau, da drückt das mal auf. Das muss ich da noch. Und das kriegt ihr ja trotz Corona ein bisschen hin, gell? Ja. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal rein. Genau. So, jetzt setzen wir mal hier auch noch die Maske auf, aber wir halten Abstand, dann können wir, damit wir uns vielleicht ein bisschen besser verstehen. Gell? Darf ich mal die Flyer jetzt ablegen? Warte, können wir da hier legen. Du hast auf deinem Mundschutz hier den König Ludwig drauf. Ja. Bist du König Ludwig-Fan? Ja, die hat mal eine Kundin mitgebracht. Dann wollte ich noch eine. Und das war in so einem Souvenirladen. Die hatten damals noch 30, 40 Stück. Und da war dann eine asiatische Gruppe. Die hat dann sämtliche abverkauft, dann haben sie es noch mal steigen müssen für mich. Und da hier, was jetzt müssen wir auch noch mal zeigen. Bayerisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen's. Ja, das ist gut. Aber du redest ja jetzt gerade gar nicht so bayerisch. Du strengst dich an fürs Fernsehen, oder wie? Ja, nein, das ist halt. Manchmal müssen wir halt im Lohn da ein bisschen mehr. Aber. Eigentlich redest du mehr für Bayerisch. Ja, aber. Für das, dass ich also so im Laden bin oder so, wo ich meine, ich rede fast Hochdeutsch, ist das bei den Preisen, da haben sie mir dann damals den Käfig rein, was für seltsame Geräusche ich von mir gebe, bis sie sie darauf gewohnt haben, dass ich ein würdiger Bayer bin. Hast du manchmal Preisen hier oder ja, wie? Ja, Zelle. Ich fahre jedes Jahr nach Zelle zum Wechslauf, weil ich habe im Dings auf Jamaika habe ich ein Pärchen kennengelernt. Ja. Und die kommen aus Zelle und die treffe ich seitdem regelmäßig. Ich meine, die besuchst du dann da immer? Die und Isik stammt aus Leipzig, da möchte ich jetzt dann auch mal hin. Habe ja eine Freundin jetzt da gehabt von ihr. Da möchte ich unbedingt, weil es gibt so viel Kulturelles. Ob das jetzt ein Neo Rauch, der also in München Ausstellung hat, so einen Katalog gegeben, München und Leipzig. Die eine Seite, wenn man aufgeschlagen hat, war München, die Ausstellung. Und umgedreht, wenn man den Katalog hat, dann war die Ausstellung von Leipzig. Und das heißt, das fehlt dir noch. Aber jetzt sehe ich auch hinter dir, hat das alles was mit dir zu tun, da? Große Katze? Das sind meine Katzen, in Anführungszeichen. Hast du Katzen? Ja, ich hab zwar so Mistviecher. und das finde ich ja auch ein geniales Bild. Also wann war das? Das ist jetzt schon 20 Jahre alt. 20 Jahre alt. Also es ist 20, super. 22 Jahre. Und sind das deine Mitarbeiterinnen? Das sind meine Mitarbeiterinnen. Das ist eine Kosovarin, die arbeitet leider nicht mehr da, war also eine sehr gute Kraft auch. Und die anderen drei, sind die noch bei dir im Laden? Die hat jetzt am 1. April ihr 36-jähriges gehabt, die ist einmal 36 die Woche. 36 Jahre ist sie bei dir? Ja. Ui. Ja, toll. Die, und die anderen zwei? Sind auch noch die, hier? Die ist, arbeitet auch da. Ada. Und zwar ist die seit 30 Jahren und die Erika mit Brille, die ist seit 25 Jahren. Mei, so lange hast du hier deine Mitarbeiterinnen. Das ist ja echt wie eine Familie. Goldener Meisterbrief, ja. Also hier hast du dich mit allem verewigt.
Und da, das ist so, das erinnert dich an dein Krankenhausbesuche, ja. Oder wie? Das steht heute noch dort in den ganzen Stationszimmern. Also, ja. Ja. Ach, weil du das mal mitgebracht hast, genau, ins Krankenhaus. Genau, das folgt. Ja, super. Ja, lass uns mal dahinter schauen, damit wir da erstmal nicht so stören, weil da hinten höre ich schon, das ist Kundschaft wahrscheinlich, gell? Ja. Ah ja, hier, da sieht man wieder König Ludwig-Fan. Und das ist ein Manchester United-Schal. Fußballfan bist du auch noch? Ja, aber das ist also ein Ehrenschal für die Ersthelfer, die damals bei dem Flugzeugabsturz die Leute gerettet haben. Und der Nachbar von meinem ältesten Bruder in München, der inzwischen um die 90, 95 ist, war Ersthelfer, und die treffen sich jedes Jahr zu einer Gedenkveranstaltung. Mhm. Und da haben diese Pfleger haben da diesen Schal gekriegt. Den gibt es also nicht zum Kaufen. Gibt's also das ist nicht also zum auch Kaffee. Wirklich ein Unikat sozusagen. Ja. Mhm. Bin ich ganz stolz. Mhm. Und hier bedienst du also auch deine Kundschaft? Genau. Im Separé. Genau, da habe ich. Ja. Dann schauen wir doch mal rein, wer jetzt gerade da ist. Stören wir mal kurz hier deine Kundschaft ein bisschen, oder? Ja, das ist eine Dame, die hat bei uns gelernt vor vielen Jahren. Ach so, Sie sind aber heute Kundin hier. Die ist jetzt inzwischen Kundin, und die Erika macht jetzt gerade so eine Probefrisur für eine Hochzeit, aber ach, nicht schön. Für die eigene, gell? Nein, Gott sei Dank. Nein, aber da macht sie jetzt da. Ja, ganz schön schaut's aus, oder? Sind Sie zufrieden? Sehr. Schaut immer. Wirklich schön aus. Toll. Und da bin ich als König Ludwig in Karneval Venedig. Ja, in Venedig aufgenommen. Genau. Und da bin ich in vielen tausend Fotoalben bin ich da aufgenommen worden. Und wann war denn das? Das ist jetzt auch 20 Jahre her. Auch 20 Jahre her. Und dann, das Beutel hängt sogar als Originalfoto im Hotel Kaiserin Elisabeth in Bierstüberl. Da bin ich da, ja. Müssen wir dann auch noch mal besuchen. Also schön. Du, Rainer, danke, dass du uns mal dein Reich gezeigt hast und was hier so los ist. Und damit verabschieden wir uns nämlich schon. Wir sind nämlich durch mit der Zeit. Hast du eine Visitenkarte? Ja, das machen wir gleich. Okay. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hiermit verabschieden wir uns von Ihnen. Morgen gibt es dann noch eine weitere Folge aus Felderfing. Also. Ein bisschen Corona-Abstand halten. Ja.